Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panadon. Wir müssen uns beeilen. Ich wollte hier eigentlich gerade Bahnhof bauen, im Süden, und jetzt sind die Aliens, haben meine Schwäche ausgenutzt, wo ich gerade nicht da bin. Ich fahre mal eben hier hin. Ich weiß noch nicht gar nicht, wo genau sie sind. Irgendwo. Da, doch, da links. Ach, bei dem Kohlefeld. Ich bin auch so ein Dussel. Ich habe hier, ihr seht es, den Bahnhof gebaut. Vollendet dann, und bei der Gelegenheit dachte ich, was soll ich denn hier die Kohle verschwenden? Baue ich doch hier mal ein paar Erzförderer. Aber da fühlten sich wohl ein paar Aliens hier im Schlaf gestört. Da müssen wir mal eben eingreifen. Erst dachte ich ja, dieses Kohlefeld ist mir egal, das sind nur 700.000 Einheiten. Lass das einfach überbauen. Aber dann dachte ich mir, nee, komm, Kohle, Salz und Schwefel sind so ein bisschen knappe Rohstoffe hier, die möchte ich halt nicht vergeuden. Naja, dann habe ich, wo wir ja noch gerade am Zug unterwegs sind, hier den Bahnhof noch erweitert. Hier dieses Stückchen noch dazu gebaut, also drei Gleise, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier schon Fließbänder hochgelegt habe oder so, oder ob ich das noch machen wollte. Auf jeden Fall kam dann plötzlich der Angriff. Ich bin doch hier so ein friedliebendes Wesen, und die, ja, sind einfach so Naturfetischisten. Ich weiß nicht, wie das kommt. Warum fahren wir jetzt eigentlich hier lang? Müssen wir mal ganz außen rum fahren? Das ist natürlich auch noch ein Problem. Da müsste man sich für dann einmal darum kümmern, dass man auch eine Route von Süden her daran führt. So, ich glaube, wir sind gleich da. So. Achso, nicht einfach so aussteigen. Ich muss noch Lasertürme mitnehmen. Ich will ja nicht selber kämpfen. Die Zeiten sind vorbei. So, Hauptsache das Lagerhaus erwischen die nicht. Okay, das war harmlos. Bevor ich jetzt hier wieder aufbaue, werde ich mal hier Türme aufstellen. Da kommen die grässlichen Viecher schon wieder. Und dann müssen wir uns mal leider hinbegeben. Ja, als ich hier diesen Bahnanschluss gemacht hatte vor ein paar Folgen, da habe ich hier auch ein bisschen Landfill gelegt, um halt die Bahnlinie hier so halbwegs gerade lang ziehen zu können und nicht hier so einmal so quer runter. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Das ist schon eine erhebliche Basis, würde ich sagen. Ich hoffe mal, meine 140 Türme reichen. Moment, wieso eigentlich 140 Türme? 120 Türme, okay. Naja, es könnte knapp werden. Dementsprechend sollte ich meinen Zug schon mal losschicken. Also mal Nachschub holen. Oh, apropos Nachschub. Vor ewigen Zeiten hatte ich die letzten Türme da abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch welche habe. Fahr doch mal zum Bauhof. Und jetzt muss ich selber mal eben beim Bauhof gucken, haben wir da Türme? Achso, und bevor ich das mache, mal eben zur Selbstverteidigung. So. Das wäre hier. Es kann nämlich sein, dass Ewigkeiten keine mehr produziert wurden. Doch, es sind 318 da. Es wurden also, irgendwann hatte ich euch mal erzählt, schon vielleicht ist es 30 Folgen her, vielleicht 60 Folgen her, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich dann gesagt, ich habe alle Türme hier rausgeholt und hatte gehofft, dass irgendwann mal welche nachproduziert werden. Das ist auch der Fall. Wunderbar. Naja, gehen wir erstmal hier ein Stück. Okay. Oh, ja, das gibt Spaß. Die Klippe wird mich wahrscheinlich auch nerven.
Ich mache sonst immer so eine Sicheltaktik um das Ding rum. Da oben kann ich jetzt keine Sichel bauen wegen Wasser und hier unten ist dann die Klippe ein bisschen im Weg. Machen wir erstmal hier so. So, und jetzt hier ganz viel aufstellen. Der Anfang ist immer am schwierigsten. Und es ist tatsächlich so, das Ding muss weg. Oh Gott. Irgendjemand hat einen Strommast gekillt. Das war sehr klug von ihm. Aber sehr schlecht für mich. Und überall ist grüne Soße. Ich mag keine grüne Soße. Eigentlich ist so eine Spiraltaktik, jetzt die Basis umkreisen, nur da ist schon die nächste Basis, rechts. Jetzt muss ich hier schon mal wieder was abbauen. Und es ist eigentlich zu knapp. Und jetzt habe ich hier keine Lasertürme. Was habe ich denn aufgesammelt, bitte? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, dass, weil ich kaputte Lasertürme aufgesammelt habe. Ich wollte natürlich auch Schienen holen und was nicht alles. Ich war ja gerade mitten bei der Arbeit. Ich komme ja nicht in der Pause oder so, sondern die kommen, wenn sie mich am besten nerven können. Oh, auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Ja, nicht auf mich schießen. Ich hole jetzt nochmal Türme ab. Ist mir egal. Der eine Wurm, der kann nicht allzu viel kaputt machen. Das Problem ist, ich habe für die nächste Basis, also auch und die übernächste Basis, nicht genügend Türme. Müssen wir gleich mal eben auf den Zug warten. So, und jetzt ist es super dunkel. Ich sehe nichts. Im Sommer wird das ein Problem. Wenn ich dann hier weiterspiele und die Sonne scheint mir in die Wohnung, sehe ich nichts. Und das wird auch wohl nicht helfen, da überall dann Lampen hinzustellen. Das Problem ist dann ja, wenn ich dann versuche, irgendwas zu bauen. Sobald ich irgendwo anfange, irgendwas Neues zu bauen, sind da ja noch keine Lampen. Und wenn ich erstmal überall Lampen hinstelle, dann kann ich da nichts mehr bauen, weil da ja schon Lampen stehen. Das ist also... Und ich bin ja nicht der Typ, der hier sagt, oh, jetzt mache ich erstmal hier alles voll mit Strommasten, damit ich ein schönes Muster habe und dann baue ich dazwischen drin die Fabriken, sondern bei mir kommt ja Funktion für Ästhetik, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja, also doch, man dürfte es gemerkt haben. So, jetzt mal eben ein bisschen reparieren hier. Ach, da kommen die nächsten schon, ey. Sie geben keine Ruhe. Ich muss da mal was abbauen. Muss hier mal anfangen mit dem Abbauen, weil dieses Zeug die Aliens da links ja schon nervt. Und wenn jetzt immer mal wieder alle paar Sekunden ein Alien hier rüber getrampt kommt,
dann kostet mich das ja unnötig Strom. Und ein bisschen was kaputt machen würde er auch. Also, da kommt schon wieder einer. Okay. Jetzt scheinen meine Türme weit genug weg zu sein. Sollen wir hier Nachschub bauen? 1, 2, 3. Ja. Strommast lasse ich mal da. Genau, eine Sache habe ich übrigens noch gemacht, abgesehen von vom Fertigbauen des einen Bahnhofs und des Erweitern des anderen Bahnhofs. Da bin ich ja am Hauptbahnhof vorbeigekommen, also Main Nord sozusagen, oder ja, also der Bahnhof, der bei uns Main heißt. Und da habe ich gesehen, es kam überhaupt kein Sodium oder nicht genügend Sodiumhydroxid. Denn oben bei unserer Rotchip-Produktion brauchen wir Sodiumhydroxid. Und deshalb habe ich eine Main-Haltestelle dafür vorgesehen, Sodiumhydroxid abzutransportieren. Da habe ich aber gesehen, es wird viel zu wenig produziert. Und deshalb habe ich ein paar Washer dazu gestellt. Wir hatten bisher zwei Electrolyzer, die von zwei Washern versorgt wurden. Also die Washer haben aus Steinen Salzwasser gemacht. Und die Electrolyzer haben dann aus dem Salzwasser Sodiumhydroxid gemacht. Aber das Verhältnis ist 3 zu 1 und nicht 1 zu 1. Das heißt, ich habe dann zu den zwei Washern noch 4 Washer hinzugestellt, damit die Electrolyzer auch genügend zu tun haben. Und ich habe gesehen, allerlei Dinge funktionieren nicht in der Basis. Also bestimmte Sachen werden nicht produziert, aber da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Also sonst bin ich noch 10, 20 Folgen dabei, Fehler zu beseitigen. Das werde ich so oder so tun müssen, diese Fehler zu beseitigen. Aber mir ist es lieber, wenn dann schon angefangen wird, stückweise rote Chips zu produzieren, dass man die dann schon mal nutzen kann. Denn dann werden nämlich diese 10 Stunden Fehlersuche oder 20 sinnvoll genutzt für Rotchip-Produktion. So, jetzt habe ich hier... Ne, hier habe ich kein... Oh, ich habe nur noch 76. Ich habe fast 50 verballert. Ach so, und ich weiß jetzt auch, warum ich hier keinen Platz mehr habe. Das lag nicht an den kaputten, die ich aufgesammelt habe, sondern weil ich hier im Hintergrund natürlich immer noch gebaut habe. Ist klar. Das heißt, wir müssen nochmal eben sehen, dass wir dafür ein bisschen Platz machen. Und ansonsten weiß ich auch nicht. Das müsste eigentlich zum Zug hier. Ja, habe ich nicht eingeladen. Ja, weil ich auch im Stress war. Ihr wisst warum. Es hat unten rot geblinkt. So, ich habe auch den Zug für Zinkchlorid schon losgeschickt. Also die Haltestelle im Süden war ja sowieso schon da für Zinkchlorid. Und Sodiumhydroxid, wie gesagt, habe ich ja einen Bahnhof gebaut, also da habe ich dann einen Zug losgeschickt. Und Rest weiß ich jetzt gar nicht. Und er ist nicht gefahren. Sag mal, hat der einen Schuss nicht gehört? Oder lag das daran, dass in diesem Augenblick, wo ich den Knopf gedrückt habe, gerade Autosave war? Daran wird es wohl am ehesten gelegen haben, dass er dann... Achso, Sodiumhydroxid. Genau, habe ich also den Zug noch nicht losgeschickt. Das können wir jetzt mal eben machen. Sodium. Der ist neu. Und Anlieferung Sodiumhydroxid. Ich würde sagen, dann nehmen wir auch diesen Zug jetzt einfach mal.
Dann können wir uns das nämlich mal angucken, wie das funktioniert. Ja, genau, hier hat er wohl nicht reagiert. Also gut, du fährst zum Bauhof. Du fährst jetzt dein Zeug abholen. Mit uns am besten. Ach, ist es denn wahr? Oh, was er jetzt für einen Bogen fahren muss. Krass, krass, krass. Ja. Also, gegen meine Doofheit, da kann man einfach nichts machen. Das ist... Ich habe schon diverse Pillen ausprobiert, aber... Schienen habe ich auch nicht bei dem anderen Zug reingepackt. Dumm die dumm. Kennt jemand einen guten Witz? Ah, da kommt der Zug. Ja. Und jetzt fahren wir nochmal, weil der doofe Typ hier an der Maus natürlich keine Wait Condition eingestellt hat. Das ist eine Folge hier. Empty Cargo. Das wird natürlich auch nicht reichen, weil er kein Cargo hat. Full Cargo. And 5 Sekunden in Aktivität. Also, dass er zumindest 5 Sekunden mal kurz hier stehen bleibt. Ja, das wäre lieb von ihm. So, dritter Versuch, in einen Zug zu steigen. Genau, hier Nickelplatten. Nicht diese, dieses Lagerhaus, aber irgendwo war noch so ein Lagerhaus mit Nickelplatten. Das war unbegrenzt. Das könnte unser Problem auch erklären, warum kein Nichrom produziert wurde, weil die Nichromfabrik wahrscheinlich keine Nickelplatten abbekommen hat. So, hier müssen wir gleich gucken. Aber jetzt gucken wir erstmal bei der Erweiterung von Sodiumhydroxid. So, hier ist ein bisschen was drin. Wie viel hat sich da inzwischen angesammelt? 10.000 immerhin. Und, ach so, genau. Stein, ja, das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Also, ihr seht es, das war der Ursprung. Und da habe ich diese vier Dinger noch daneben gesetzt und Stein so ein bisschen erweitert. Dann kommt es aber dazu, wenn man jetzt hier das Hauptfließband Stein sich anguckt, dass hier unten nichts mehr ankommt. Es trudelt so vor sich hin. Und das reicht niemals für unsere Main Base, was hier an Stein noch ist. Wir brauchen mindestens ein gelbes, volles Fließband, was hier runterläuft. Und siehe da. Oh, siehe nicht da. Eigentlich müsste hier jetzt ein... noch Stein kommen. Kommt aber nicht. Ich habe nämlich noch eine zweite Haltestelle eingefügt für Stein beim Main Bahnhof, damit die Hauptbasis auch mit Stein versorgt wird. Aber irgendwas scheint da noch ein Problem zu sein. Müssen wir mal eben schauen. Moment mal. Genau, das ist der hier. Da lief früher übrigens Biomasse drauf. Biomasse brauchten wir jetzt ja nicht mehr. Also Transportwege haben sich ja verändert. So, und hier... Oder habe ich hier keinen Zug hingesetzt? Ja, also hier ist unser Steinbahnhof, unser zweiter. Und irgendjemand hat da keinen Zug hingesetzt. So rum übrigens. Nee, ist das, das ist nicht Stein. Das ist hier irgendwas anderes. Okay, also hier ist Stein. Nee, das ist der... Hä? Stein Main 2 und hier ist Stein. Was ist denn mit dem?
Abholung beim Eisen geht nach Steinmain. Oh, und da ist ein Stau. Puh. Das ist blöd. Und Stein Nord geht auch nach Steinmain. Und hier, was habe ich hier gebaut? Ach so. Ja, genau. Mein Bauhofzug, der hat hier auch gerne geparkt. Deshalb habe ich hier auch diese intelligenten Greifarme hingesetzt. Und Steinabholung beim Eisen passiert halt nichts, weil da ein blöder Stau ist. Was habe ich denn da gemacht? Der will jetzt da rum, darf er nicht, weil der da steht. Und weil der da steht, kommen die hier alle nicht weiter. Oh weia. Okay. Wir müssen sowieso da in die Richtung. Wir müssen jetzt nur mal eben zu unserem Bauhofzug. Da gehen wir mal eben zu Fuß. Und dann muss ich ein paar Lasertürme mitnehmen und meine Schienen endlich mal loswerden. So. Da ist unser Bauhofzug. Ich hoffe, er fährt jetzt nicht gleich los nach Temp. Ja. Hast du dir Lasertürme eingepackt? Das ist sehr lieb von dir. Das habe ich noch immer zu wenig. 200... 300 sollten schon sein. Machen wir ruhig 350, so knapp. Also alles, was da ist. So. Jetzt wollen wir nach CCB. Wollen wir dahin? Ja. Ja. Eisen XXX. Ja. Ist egal, wir fahren nach CCB, dann wissen wir, wo er steht. Und dann muss ich mal eben zu Fuß da diesen Stau beseitigen. Ich hoffe, wir kommen dadurch. Ist das vielleicht auch der Grund, warum wir vorhin so doof gefahren sind? Ich glaube schon. Wir sind doch da oben rumgefahren. Wir hätten eigentlich auch unten rumfahren können, meine ich. Wo ich sagte, wir müssen da nochmal einen Weg im Süden schaffen. Der Weg war doch da. Ja, mal eine andere Folge, diese Folge. Wir haben viel gebaut, die letzten Folgen. Jetzt wird mal ein bisschen Zug gefahren, Aliens gekillt und Unsinn verzapft. Und zum Glück ist mir das aufgefallen. Zum Glück habe ich euch Sodiumhydroxid gezeigt. Sonst wäre mir das mit dem Stein gar nicht aufgefallen. Dann wäre der Stau in 2 Stunden immer noch da gewesen. So ein Stückchen müssen wir gleich laufen. Ja, hier habe ich noch keine Gehwegplatten verlegt. Die haben wir auch nicht wie Sand am Meer und so, also, aber dafür wird es schon noch reichen. Und es waren halt bislang erstmal andere Dinge wichtiger. So, hier sind Signale, da kann ich gut rübergehen. Das sehe ich ja immer, wenn ein Signal gelb wird oder rot. Dann kommt ein Zug. So, und hier sind wir bei unserem Stau. Signale habe ich in der Tasche. Ja, gut. Es wird ein Signalproblem sein. Oder eben zu viele Züge, die sich da durchwühlen wollen. Okay, gucken wir mal. Hier, Vorsignale sind alle rot, weil
die dahin wollen, geht nicht. Hier extra schon Wartesignale aufgestellt, was eigentlich eine gute Sache ist. Dann will er hier runter. Er will dahin. Ach, guck mal, da hat der Mist gebaut, der Kerl. Ah, ja, das ganze Gleis hier. Normalerweise baue ich ja die Sachen so, dass da noch andere Züge hinter warten können. Habe ich hier nicht gemacht. Und ich muss auch noch mal gucken. Also da oben ist jetzt ja ein Signal. Wenn da einer steht, dann könnte... Na, ist egal. Also eigentlich könnte hier einer warten. Das würde schon mal ein bisschen helfen. Dann ist hier der Bahnhof. Da könnte dann hier einer hin. Dann könnte da einer warten. Und da. Und da ist egal, da passen keine zwei mehr hin auf diesem kleinen Stück. Gut. Und da freue ich mich auch schon auf Stapelgreifarme, denn düsen die Züge hier nur so durch. Jetzt dauert das ja ewig, bis sie hier kommt, bis sie hier abgefertigt werden. Ich muss noch mal eben gucken bei Stein Nord. Bei dem anderen passiert da überhaupt noch irgendwas? Ja. Stein Nord, Stein Main. Das ist auch nicht sein Ernst hier, ne? Dass der da steht, ist der manuell? Nein. Was ist mit ihm los? Hier ist doch ein Signal. Hier fehlt das Signal. Da bei diesem... Weil da jetzt einer steht. Ich müsste temporär... Oh, und hier ist auch Schwefel... Das ist schon wieder leer hier. Krass, krass, krass. Okay, der müsste hier mal wegfahren. Dann wird der andere auch fahren. Das war hier, ja, der ist jetzt hier auch weggefahren. Trotzdem, da muss ein Signal hin. Wir müssen da auch mal hin. Dem kann ich da nicht hinfahren. Na doch, wir kommen da vorbei. Also, Aliens müssen noch ein bisschen warten. Die tun ja auch im Moment gerade nichts. Immerhin bin ich diesmal, ich mache schon Fortschritte, ich bin diesmal erst in den Zug eingestiegen, bevor ich ihn habe wegfahren lassen. Da muss man mich auch mal loben. Und wir kommen da nicht vorbei, weil wir natürlich über den Hindenburgdamm fahren, logischerweise. Aber ein kleines Stück können wir dann eben laufen. Genau, das ist jetzt hier Steinmain 2. Steinmain 1 ist jetzt gerade angekommen. Und 2 auch, wunderbar. Jetzt hat die Hauptbasis auch wieder genug Steine. Das Tolle übrigens, dass wir jetzt so viel Sodiumhydroxid brauchen, ist, dass wir dadurch natürlich auch mehr Chlor produzieren und mehr Salzsäure. Das war ja sonst auch immer ein Mangelprodukt. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass wir Unmengen an Stein verbrauchen. Das hier gefällt mir auch gerade nicht. Ich muss mal auf den Zug warten. So. Und hier. Das gefällt mir nicht. Hier können zu wenig Züge parken. Mittlerweile wollen ja schon viele Züge hier hin. Ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Züge. Und da müsstest du mal hier hin. Dahin. Dahin.
Also es ist tatsächlich eine Bahnreparaturfolge, diese Folge. Aber wo ich schon mal dabei bin, kann ich das mal mitnehmen. Mal gerade zu Fuß da hochgehen. Das war mal für Bleierz, wenn ihr euch noch erinnert. Irgendeine Folge aus dem letzten Jahr. Da haben wir das mal umgebaut. Und Blei dann mit Zügen transportiert. Wir brauchten ja schon Blei, bevor wir Züge hatten. So. Hier. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt gibt es da keinen Stau mehr, ist aber auch nicht nötig, weil er braucht hier Sprit. Er kriegt gar nicht, weil ich hier doof gebaut habe. Eieiei. So viele Fehler. Naja, kommt hier wenigstens noch ein bisschen Schwefel an. Achso, genau, dann müssen wir bei dem Zug aber auch sagen. Nee, ich lasse ihn trotzdem da stehen. Er wird sich jetzt mit 60.000 Schwefel irgendwann vollladen oder was auch immer. Irgendwann wird er hier nichts mehr kriegen und dann hier stehen bleiben. Für immer. Aber dann wird mir das irgendwann auffallen, dann kommt er weg und dann ist gut. Ja, Schwefel und Salz. Ein riesiges Problem, beziehungsweise eventuell. Wo will ich jetzt eigentlich gerade hin? Ich will da gar nicht hin. Jedenfalls auch ein Steinproblem, wenn ich Salz über den Umweg Steine herstelle. Das müssen wir noch lösen. Ich hoffe ja so ein bisschen auf Godot, also blaue Forschung. Vielleicht gibt es ja ganz tolle neue Sachen, die wir dann da herstellen können. Neue Produktketten, wo uns auf einmal Salz in den Schoß fällt oder Schwefel. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran. Denn das Spiel, also dieser Modpack, schenkt einem nichts. Bei anderen Modpacks habe ich schon mal gehabt, oder das Gefühl gehabt, dass einem irgendwann mal was geschenkt wird. Dass dann gesagt wird, auch jetzt mit Hilfe von Gewächshäusern oder so Bäume herstellen und dann auf einmal hast du unendlich Energiezufuhr, wenn du nur genügend Farmen baust und so. Oder endlose Rohstoffgenerierung und Eisen oder was auch immer. Oder die Superwaffe, die alle Aliens killt. Das ist hier nicht so zu erwarten. Ich hoffe übrigens die ganze Zeit, dass hier mal ein Zug vorbeikommt, der mich mitnimmt. Aber die fahren alle in die falsche Richtung. Also bald ist jeder Zug, den wir besitzen, in der falschen Richtung an uns vorbeigefahren. Da kommt einer. Achtung, aufgepasst. Ja. Ist nur ein kurzes Stück bis zum Zinn, aber was soll's. Ich lasse den einfach direkt weiterfahren. Also macht er sowieso. Dann kann uns ein Stückchen weiter mitnehmen. Nicht ganz bis zum Ziel, aber immerhin so bis hier, würde ich mal sagen. Und dann. Wir wollen jetzt zu der anderen Alien-Basis. Krass, schon wieder eine halbe Stunde um die Folge. Und da kann man sagen, wie schnell ist nichts gemacht, ne? Eigentlich wollte ich weiter an der roten Chip-Produktion arbeiten, aber das wird dann erst nächste Folge was. Also ich denke auch jetzt. Es sei denn, es passieren noch merkwürdige Sachen, das kann natürlich sein, aber ansonsten wird jetzt die eine Alien-Basis da noch gekillt und vielleicht die zweite auch noch. Und dann ist die Folge auch vorbei. Also muss jetzt nicht unbedingt man zu Ende schauen.
Und nächste Folge wird dann auf keinen Fall Aliens Geballer sein, sondern auf Fiberboards habe ich noch keinen Bahnhof gebaut, meine ich. Fiber. Ne. So weit bin ich nicht gekommen. Also falls das jetzt länger dauert mit den Aliens, dann würde ich das halt nach der Aufnahme hier nochmal zu Ende bringen. Und ansonsten dann halt nächste Folge weitermachen mit diesen Zuganbindungen. Wie gesagt, diese Fiberboards da, Melamin Resin wird noch gebraucht. Und sonst weiß ich gar nicht. So, Strommasten habe ich dabei, Lasertürme habe ich dabei. Reparaturpacks habe ich dabei und kann auch noch welche bauen. So, mehr brauche ich denn ja nicht. So, und hier wäre es, glaube ich, ganz gut, hier erstmal anzufangen, wo am wenigsten Bäume sind halt. Wir müssen uns den Evolutionsfaktor übrigens auch nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, wie weit der momentan ist. Und hier jetzt so geradeaus immer in eine Richtung auf die Basis zugehen, ist halt doof. So eine Sicheltaktik ist besser. Ach, wie schön wäre das auch, wenn man länger greifen könnte. Höhere Reichweite beim Greifen. Okay, das wäre das. Jetzt kommen da schon die nächsten. Genau, das ist die nächste Basis. Und wenn wir die haben, dann ist da die nächste ja auch schon wieder in Sichtweite. Und dabei, ihr erinnert euch, ich habe am Anfang des Spiels, weil es mit 100% nicht funktioniert hat, ja nur 33% Alien-Basengröße eingestellt und 33% Menge der Alien-Basen. Also das heißt, im Normalfall wären dreimal so viele Basen da. Oh, aufpassen. Und außerdem noch dreimal so große. Ich denke, das liegt jetzt aber auch daran, dass die so groß sind, dass meine Anfangseinstellung jetzt hier vielleicht gar keine Rolle mehr spielt, weil gesagt wird, wir sind jetzt so weit von der Mainbase, vom Startpunkt entfernt, dass einfach dass die Einstellung keine Rolle mehr spielt. Dass einfach die Alien-Basen dann hier auch maximale Größe haben können oder so. Ich weiß ja nicht. Ach komm, jetzt setz deinen Strommast! Jetzt wisst ihr auch, warum ich 300 Türme mitgenommen habe. Alles, was da war. So, jetzt schauen wir mal. Im Prinzip muss die auch weg. Das ist schon relativ dicht dran hier. Das wäre noch okay. Das ist mir zu dicht. Das würde ich auch wegnehmen. Da ist auch noch 49 Millionen Kohlfeld bei. Ich sehe nämlich schon kommen, dass irgendwann werde ich das auch dann angraben und dann werden die Aliens hier alle stinkig. So, mal gucken. Also da sind wir. Das hier ist noch gerade so okay, würde ich sagen. Das ist noch ein Problem. Ja, also geht gerade so. Jetzt wird nicht so viel Nickel produziert.
Aber wenn die hier angelaufen kommen und weite Wege, bereit sind, weite Wege zu gehen, habe ich auch ein Problem. Ansonsten hier ist alles gut, das ist prima. Hier ist auch noch wieder ein Problem. Ja, da müsste ich mich nach der Folge dann nochmal drum kümmern, dass diese beiden Sachen hier wegkommen. Denn die würden ja zustürmen auf unsere Energieversorgung dann. Hier haben wir schon mal eine kleine Basis weggenommen, wenn ihr euch noch entsinnt. Ja. Mühsames Geschäft. Also ich ziehe das jetzt hier auch noch 20 Minuten durch, diesen Alien-Kampftag. Ihr könnt ja entweder auf schnellere Vorlaufgeschwindigkeit stellen oder einfach skippen, bevor wir jetzt beenden. Es ist nur so, ich will es halt auch mal zeigen, wie mühsam es ist, sich hier so langsam vorzukämpfen. Und wie viel einfacher es Leute haben, die sagen, nö, ich spiele dann halt ohne Aliens. Und dann noch sagen, ich spiele auch ohne Klippen. Wir können übrigens mal gucken, das können wir mal machen. Wie weit sind wir denn jetzt hier, wenn ich, also stundentechnisch. Wir sind jetzt hier, also Start der Folge war 421 Stunden Spielzeit insgesamt. Ihr habt ja nicht alles davon gesehen. Ich denke mal, so 250 bis 300 Stunden waren sicherlich in den Folgen drin. Aber dann habe ich ja so Allerweltskram dann rausgeschnitten. Beziehungsweise gar nicht erst die Aufnahmetaste gedrückt, wenn ich wieder noch einen Bahnhof setze und noch einen Bahnhof und so. Und ganz viele Fließbänder lege und so. Die noch mal eben nachcraften. Ach so, genau, wo es jetzt hier zu den Aliens geht, muss ich auch noch mal gucken, wie ist denn unsere Stromversorgung? Weil ja, ist ja auch scheiße, wenn man jetzt die Alienbasen angreift und dann nur 80% Power Supply hat oder vielleicht sogar nur 60%. Dann ja, dann brauchen die Lasertürme halt, also wenn, nehmen wir mal an, das sind ist nur 50% Energie da, dann brauchen sie halt doppelt so lange, um die Aliens auszulöschen. Die Aliens machen in der Zeit natürlich dann doppelt so viel Schaden. Also beziehungsweise machen doppelt so lange Schaden, was insgesamt doppelt so viel Schaden ist. Ich verliere dann umso mehr Türme und das ist alles doof. Deshalb am besten tagsüber die Basis angreifen. Ich hätte natürlich jetzt auch hier irgendwie zwei Roboports hinsetzen können. Dann ein paar Roboter, die dann hier die Lasertürme reparieren. Aber ich habe auch nur 10 Bauroboter in der Tasche. Die hätten auch ewig gebraucht, um das hier fertigzustellen. Okay, in der Zeit hätte ich was anderes tun können, aber dann hätte ich wieder hin und her laufen müssen. Dann hätte ich es wieder vergessen, was ich eigentlich noch machen wollte.
Irgendwann wundere ich mich, warum stehen hier. Oder dann wundere ich mich, wo sind meine Lasertürme? Warum sind die nicht im Zug? Stelle ich irgendwann fest, oh, die sind ja hier. Was machen die denn noch hier? Noch mehr. So, jetzt werden wir mal ein paar mitnehmen. Übrigens, manchmal vergesse ich hier auch Türme, weil ich denke, das sind hier nur noch Leichen, die hier rumstehen. Und deshalb wäre es eigentlich klug, die Strommasten hier abzureißen. Oder zumindest einen. Dann blinken nämlich die mit Energie nicht versorgten Lasertürme. Und dann würde ich die blinkenden abreißen und die anderen stehen lassen, weil die anderen sind dann halt die Leichen, die nicht blinken. Ich habe hier unten noch einen vergessen, oder? Genau, der ist auch so ein bisschen getarnt. Und da steht auch noch einer. Und das ist noch meine Kiste mit Schienen. Das können wir auch mal eben wegnehmen. Zwei Schienen waren noch drin. So. Achso, ich habe übrigens mein Savegame mal angeguckt, nur von der Größe her. Ihr habt jetzt ja gesehen, ich habe schon das 250. Mal gespeichert. Und mein erster Speicherstand, das wird ja, ist ja immer so ein ZIP-File, war 4,8 Megabyte groß. Und der jetzige, also der, weiß nicht, der 248. Speicherstand oder so, der war dann tatsächlich schon 10-mal so groß. Könnte auch sagen, nur 10-mal so groß. Denn das erkundete Gebiet hat ja schon ganz schöne Ausmaße angenommen. Unsere Basis hat schon ganz schöne Ausmaße angenommen. Und man bedenkt, wir haben jetzt noch nicht mal die blaue Forschung. Oder wir sind jetzt kurz davor, blaue Forschung zu haben. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, reicht, um minimalst blaue Forschung zu erzeugen. Das heißt, das müsste man noch erweitern, damit man vernünftig das auch alles hat, dann wird es größer. Und dann kommen ja noch die ganzen anderen Forschungszweige. Ich weiß gar nicht, wie viele es noch gibt. Es sind ja auch noch im Panodon ist ja zumindest noch dieser kupferfarbene Spezialforschungsbaum drin. Genau, ich wollte gucken, wie der Evolutionsstand ist. Warte mal, sehen wir das bei P oder muss ich mir so eine Basis von denen angucken? Hier bei Kills können wir mal eben sehen. Okay, also ich habe schon 1500 Lasertürme verloren. Das wollte ich gar nicht so genau wissen. Und ansonsten 20.000 Small Biter und nehmen wir jetzt mal Big Biter auch schon 750. Big Spitter 600, okay. Und Spawner 500. Ich dachte, es wären schon mehr gewesen als 500, aber so kann man sich täuschen. Aber ich sehe den Evolutionsfaktor hier jetzt nicht. Müssen wir gleich bei der Basis mal gucken.
Der müsste jetzt ja schon über 50 sein. Über 50%. So, ein bisschen reiße ich jetzt mal ab. So. Egal, das lassen wir so. Eben mal schauen, haben wir hier Strom? Ja. Nein. So. Jetzt können wir da doch gucken, ne? Genau, Evolution Faktor 67%. Das heißt, er produziert gar keine Small Biter mehr. 53, also ungefähr Hälfte, Hälfte, Medium und Big Biter, kann man sagen. Produziert der Kerl. Ja. So. Wir müssen uns die Stromspitzen gleich auch mal angucken. Ich weiß gar nicht, was so ein Laserturm verballert. Ich muss weg. Ich bin jetzt mal eben neugierig. Das sind trotzdem nur 340 MW, die wir gerade verballern. Ja, das Schlimmste haben wir wahrscheinlich schon hinter uns. Okay. Jetzt will ich doch noch mal eben Stromspitze gucken. Was hatten wir da maximal? Letzten 10 Minuten. Und wenn ich jetzt mal die Lasertürme angucke. Ja. 54 MW. 54 war so das Maximum, was sie mal verballern durften. Also kann natürlich sein, dass wir gar nicht so viel Energie hatten. Vielleicht wollten sie 60 oder 70 MW verballern. So, mal eben gucken, was kann denn einer verballern theoretisch? 1 MW. Also wenn jetzt tatsächlich alle 250 gleichzeitig schießen würden, wären es 250 MW oder sogar 300 MW. Aber das machen die ja zum Glück nicht. Gut, dann würde ich sagen,
belassen wir es für diese Folge. Ich werde für mich alleine nochmal eben dieses Alien-Nest da ausheben. Und dann sehen wir uns morgen, wenn es wieder an die Rotchip-Produktion geht. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.